Das ist das Albertinum. Das Albertinum ist eines der 15 Museen der SKD, also der staatlichen Kunstsammlung in Dresden. In dem Museum ist drin, was drauf ist, nämlich Bilder. Und Skulpturen, sogar eine ganze Skulpturensammlung. Aber es gibt auch ein Café, einen Buchladen und interessante Kursangebote für Kinder und Jugendliche. Komm am besten selbst mal vorbei und mach dir dein eigenes Bild von dem, was es hier zu entdecken gibt. Manche Bilder aus dem Albertinum sind also auch außen zu sehen, in einer Installation der Künstlerin Elisabeth Brockmann. Mal schauen, ob ich auch noch was über dieses Bild rausfinde, ohne das Museum zu betreten. Dazu blätter ich erstmal durch den Katalog. Hier sind die meisten Bilder drin, die aktuell im Albertinum hängen. Ach, hier ist es ja schon. Ziemlich weit vorne. Denn die Bilder sind in dem Katalog nach Entstehungsdatum sortiert. Und unser Bild wurde bereits 1816 gemalt. Hier erfahre ich auch, dass das Bild Junge Dame mit Zeichengerät, Gräfin Thekla Ludolf, geborene Weißenhoff heißt und von Karl Christian Vogel von Vogelstein gemalt wurde. Außerdem gibt es noch einen Text, der sowohl das Bild als auch die Geschichte des Bildes näher beschreibt. Ein Bild hat immer zwei Geschichten. Eine sichtbare, die es über sein Motiv selbst erzählt, und eine unsichtbare, auf die ich nachher zurückkommen werde. Was meinst du, ist die Geschichte dieses Bildes? Was möchtest du erzählen? Und nun zur unsichtbaren Geschichte eines Bildes, sozusagen der Biografie. Diese kann bei der Beauftragung des Malers oder der Malerin beginnen, also dem Anlass oder der Entstehung von einem Gemälde, und führt bis hin zu der Rolle, die es im und für das Museum spielt. Manchmal hinterlässt die unsichtbare Geschichte sichtbare Spuren auf oder an dem Gemälde. Hier seht ihr die Rückseite unserer Dame mit Zeichengerät. Und auch hier geben Stempel, Aufkleber und Zahlen Aufschluss über einzelne Stationen der unsichtbaren Geschichte des Werkes. Die Geschichte, wie dieses Bild ins Museum kam, ist sehr interessant. Darum zeige ich dir, wie du auch ohne Katalog mehr über das Bild erfährst. Im Netz findest du in der Online-Collection der staatlichen Kunstsammlungen viele ihrer Werke. Da ich nun Titel und Ausstellungsort des Bildes schon kenne, gebe ich beides in die Suchmaske ein. Sonst hätte ich mich einfach wieder durch die Bilder geklickt. Kann ich übrigens sehr empfehlen. An irgendeinem Bild bleibt man dann hängen und es anzusehen und sich hinein zu vertiefen, ist wie ein kleiner Erholungsurlaub für zwischendurch. Aber zurück zum Bild. Hier findest du also auch die Infos aus dem Katalog. Besonders spannend finde ich den Abschnitt hier unten. Den jüdischen Schwestern Malvina, gestorben 1940 in Wien, Jenny und Bertha Rosauer, gestorben 1942 im Vernichtungslager Treblinka, im April 1938 entzogen. Von der Dresdner Gemäldegalerie 1940 aus dem Kunsthandel J. Böhler in München erworben. 2010 Restitution an die Nachfahren der Eigentümerinnen. 2011 zurückerworben aus dem Kunsthandel in London mit Unterstützung der Kulturstiftung der Länder. Restitution bedeutet laut Duden-Definition Rückgabe oder Entschädigung des während der Zeit des Nationalsozialismus oder der DDR eingezogenen Vermögens von Verfolgten. Dazu betreiben die SKD eine Extraforschung. Denn sie möchten keine Werke ausstellen, die ihren ursprünglichen Besitzerinnen unrechtmäßig entwendet wurden. Zu dieser Herkunftsforschung kann man auch Provenienzforschung sagen. Auf dem Blog der SKD
gibt es einen Videobeitrag zur Provenienzgeschichte unserer Dame mit Zeichengerät. Und den schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Junge Dame mit Zeichengerät heißt dieses Gemälde von Karl Christian Vogel von Vogelstein, entstanden 1816. Soweit, so gut. An dieses Gemälde kann man aber ein paar ganz interessante und auch durchaus dramatische Geschichten knüpfen. Erstmal ist es ein Dresdner Hofmaler, Vogel von Vogelstein, der sehr viel gemalt hat, Angehörige des Hofes in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Die Galerie Neue Meister hat Dutzende Bilder von ihm. Das ist ein Frühwerk, 1816, stammt von seiner Studienreise nach Italien. Wenn man genau hinschaut, dann sieht man im Hintergrund durch das Fenster hindurch einen Blick auf den Golf von Neapel. Hier sitzt eine Bekannte von ihm, eine Adelige, die als Zeichnerin debütiert hat. Das ist die eine Geschichte. Die nächste ist, dass dieses Bild für die Galerie Neue Meister lange Zeit eine große Bedeutung hatte und damit auch für die Dresdner. Es war auf dem Galeriekatalog vom Jahr 1993 auf dem Titel. Man hat also über Jahre hinweg quasi das Bild der Galerie geprägt. Die dritte Geschichte bezieht sich, ist nicht lustig und nicht leicht, sondern bezieht sich auf die Geschichte des Bildes. Es ist 1914 ins Museum gekommen, als Erwerb aus einer Münchner Kunsthandlung, aus der Kunsthandlung Böhler. Im Rahmen unserer systematischen Provenienzrecherche, also der Suche nach der Herkunft der einzelnen Kunstwerke, sind wir draufgestoßen. Das Zugangsjahr 1940 war sofort ein Alarmzeichen und wir haben angefangen, uns ausführlicher damit zu beschäftigen, haben geschaut, aus welchem Kontext könnte dieses Bild kommen. Wir sind bald darauf gestoßen, dass die Kunsthandlung Böhler nur eine Zwischenstation war, die selber wiederum von einer Wiener, man könnte sagen, Trödlerin erworben hat. Das hat die Situation noch brisanter gemacht und es war uns bald klar, wir müssen nachschauen. Es kommt aus Wien 1940, also vielleicht ein Jahr vorher schon oder zwei Jahre vorher aus Wien gekommen, also unmittelbar in der Zeit nach dem sogenannten Anschluss Österreichs ans Deutsche Reich, wo es massenhaft Enteignungen in Wien gegeben hat. Wir haben weiter recherchiert, mit Hilfe unter anderem der israelitischen Kultusgemeinde in Wien sind wir auf eine Familie gestoßen, der dieses Bild gehört hat, drei Schwestern, die Schwestern Rosau. Sie mussten kurz nach diesem sogenannten Anschluss ihre Wohnung verlassen in Wien und in eine sogenannte Judenwohnung umziehen. Im Kontext dieses Umzugs wurde eine Vermögensaufstellung gemacht. Dabei wurde dieses Bild auch geschätzt und das Dokument dieser Vermögensaufstellung haben wir gefunden, konnten es also eindeutig diesen Schwestern zuordnen. Die drei Schwestern Rosauer haben ein sehr tragisches Schicksal. Sie wurden nach Theresienstadt deportiert, eine ist dort gestorben, die anderen beiden wurden umgebracht. Ja, nachdem wir diese Herkunft, diese Vorgeschichte recherchiert hatten, war für uns klar, dass dieses Bild hier nicht bleiben kann, dass das ein sogenannter verfolgungsbedingter Entzug ist und dass es nicht rechtmäßig in die Galerie gehört. Inzwischen hatten wir auch mit einer Organisation, die die Nachfahren dieser Familie vertritt, Kontakt aufgenommen. Eins hat sich zum anderen gefügt und schließlich haben wir das Bild restituiert. Warum es heute wieder hier hängt, ist glücklichen Fügungen zu verdanken. Die Familie hat das Bild in London zu einer Auktion gegeben. Wir haben mitgesteigert und konnten es dann 2010 wieder für die Galerie erwerben. Und insofern ist diese Geschichte zu einem halbwegs guten Abschluss gekommen. Für uns als Provenienzrechercheure ist es aber wichtig,
dass das auch quasi ein Denkmal an die früheren Eigentümer dieses Bildes ist. Mit diesen Links kannst du dir alle Infos zu den Bildern nochmal genau durchlesen. Anschließend findest du hier eine Grafik, die du vervollständigen kannst. Thank you.